Ja, hallo und willkommen bei Eberkom. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es nämlich um eine Federsattelstütze von der Firma Contec. Die hat mir nämlich hier zur Verfügung gestellt, ihr Spitzenmodell, das sogenannte Nara AirLink Plus. Und ja, das hat noch eine Besonderheit, das hat also nicht nur eine Feder, sondern auch noch eine Luftkammer. Und das werde ich euch heute vorstellen. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, neben dieser Federsattelstütze habe ich auch noch andere Sachen zugeschickt bekommen, die dazugehören. Und zwar einmal diese schöne Mütze von der Firma Contec und ja, sowie einmal hier dieser Schutz mit Klettverschluss, dieser Schutz, diese Druckluftpumpe, ja, mittels der man dann auch die Federsattelstütze auf das beliebige Gewicht dementsprechend einstellen kann und aufpumpen kann. Aber wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch dann jetzt gleich. Ja, zuallererst werden wir natürlich hier unseren alten Sattel entfernen. So, dann muss das Ganze hier nur noch erstmal mit dem Sattel befestigt werden. Hier steht eine Angabe von 10 Newtonmetern. Anziehen das Ganze. Fertig montiert sieht das jetzt so aus. Ich habe es jetzt hier an meinem Tyrol befestigt und an dem Sattel vom Tyrol. Und dann werden wir jetzt auch gleich mal hier schauen wegen der Pumpe. Hier gibt es nämlich so eine Verschlusskappe. Die muss man vorher dementsprechend abmachen. Dann wird das Ganze dann dementsprechend hier drauf geschraubt. So, die Pumpe zeigt mir jetzt noch nicht viel Druck an. Ich werde es jetzt erstmal auf 100 setzen. So. Und dann will ich es erstmal testen. Und wenn es mir dann noch zu weich ist, werde ich nochmal dementsprechend nachpumpen. Wichtig ist jetzt hierbei, erst diese hintere Schraube zu lösen. So, es war ja nicht viel Druck drauf, deswegen ist auch wenig Luft entwichen. So, ab ist er. Ja, und nicht zu vergessen, die Kappe wieder drauf machen. Ja, und wenn gewünscht, kann man sich hier auch noch den Schutz dementsprechend auch noch dann drauf machen. So, bin jetzt auf den ersten Metern und muss sagen, gefällt mir echt gut. Gefällt mir jetzt schon echt gut. Ich habe es nur auf 100 PCI erstmal aufgepumpt und habe eine sehr angenehme Federung, die ich ja auch auf meinem Citybike hier haben möchte, weil da lege ich natürlich hier besonderes Aufmerksamkeit auf den Komfort. Und jetzt fahre ich auch mal mit Absicht durch so ein paar Schlaglöcher, um mal zu zeigen, wie die Federsattelstütze hier von Contec arbeitet. Aber ich kann schon merken, das funktioniert hier echt gut. Das funktioniert hier echt gut. Da ist schöner Hubbel. Zack. Ja, und auch für Touren natürlich super geeignet. Nicht nur für so ein Cityride, sondern auch auf längeren Touren. Da hat man ja einiges an Schlaglöcher, hier jetzt in der Stadt weniger, aber je nachdem, wo man in Berlin fährt, gibt es ja übelste Kopfsteinpflaster und die werde ich ja dann auch nochmal testen über Kopfsteinpflaster entlang des Wuhle Rad- und Wanderwegs, der auch viele Schlaglöcher hat, und dann bin ich schon gespannt, wie sich hier diese Federsattelstütze von Contec machen wird. Aber das, was ich hier auf den ersten Metern schon definitiv feststellen kann, ist, dass sie hier schon sehr gut abfedert. Und ich denke mal, die Insta, die ich hinten dran montiert habe, wird das auch dementsprechend zeigen und dokumentieren. Und da ich ja auch ein Bandscheibengeschädigter bin, doppelter Bandscheibenschaden habe, einmal in der LWS, einmal in der HWS, ist die Federung natürlich hier besonders wichtig. Ja, durch die Federung. Meiner Güte, ist das ein Ding hier. So, jetzt fahre ich absichtlich mal hier so ein paar Hubbel, damit ihr sehen könnt, wie gut die Federung arbeitet. Ja, macht sie echt klasse. Also vom Gefühl her bombastisch. Sogar
noch mal deutlich besser wie die Federsattelschütze, die ich bisher benutzt habe. Aber ansonsten ist das jetzt ein butterweiches Fahren. Ein sehr butterweiches Fahren. Ja, die Schlaglöcher, die sind mir ja noch nicht groß genug irgendwie, weil die merke ich gar nicht. Wenn ich jetzt mit meinem Highbike unterwegs wäre und meiner Sattelstütze, da würde ich die deutlich stärker empfinden, habe ich so das Gefühl. Das heißt, hier wird unheimlich viel weggeschluckt. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, ich habe ja auch hier einen anderen Sattel drauf. Das ist ja ein spezieller City-Sattel. Aber echt, echt gut. Ich bin sehr positiv überrascht. Also das ist mal ein Fahrkomfort vom Allerfeinsten. Der City-Sattel mit seiner Federung plus nochmal die Contec. Also da bin ich jetzt wirklich ein bisschen baff. So, da bin ich wieder. War jetzt unterwegs hier und ihr habt es ja auch schon gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, der Preis ist hier voll gerechtfertigt. Absolut voll gerechtfertigt. Diese Kombination mit dem City-Sattel plus diesem Parallelogramm, man hat einen Komfort vom allerfeinsten, das man sich nicht vorstellen kann. Das ist eine richtige Aufwertung um über 100%. Und deswegen kann ich hier dieses richtig tolle Parallelogramm nur wärmstens empfehlen für Leute, die, so wie ich zum Beispiel, Probleme mit dem Rücken haben, ne, Bandscheibenvorfälle etc., aber auch generell mehr Komfort haben möchten für ihre Touren. Ja, richtig toll ist natürlich einmal hier diese Stahlfeder plus nochmal die Luftfederung. Und diese Kombination ist richtig, richtig gut, um den maximalen Komfort rauszuholen. Allein schon hier das Einstellen mit der Druckluftpumpe auf das jeweilige Gewicht. Ja, diese Federsattelstütze ist ausgelegt bis 120 Kilogramm. Ja, dank der Luftkammer hier kann man das richtig toll auf sein eigenes Gewicht auch noch dementsprechend einstellen. Daher auch auf jeden Fall dein ganz großer Tipp, holt euch dann zu der Federsattelstütze auch direkt dann die Dämpferpumpe, damit ihr das Ganze dann auch auf euer Gewicht einstellen könnt. Ja, und sollte dann euer Bike inklusive der Federsattelstütze auch von anderen gefahren werden, die eventuell mehr oder weniger wiegen, dass ihr das nochmal verleiht, ja, an Familienmitglieder, Freunde, wie auch immer, dann kann auch derjenige neue Fahrer mittels der Pumpe relativ schnell ohne Ausbau das Ganze auf sein eigenes Fahrergewicht einstellen und hat dann wieder dann eine optimale Federung. Ja, die Federsattelstütze gibt es in mehreren Ausführungen. Hier erstmal die Länge vom Rohr von 300 mm bis 350 mm. Fahrergewicht sollte mindestens 40 Kilo, wie gesagt, bis 120 Kilo sein. Ja, die Federsattelstütze können euch hier auch von der Größe her, des Durchmessers eures Sattelrahmens dann bestellen. Ja, die Federsattelstütze hat einen Federweg von 50 mm und besteht aus Aluminium. Ja, und ich finde, es ist auch eine richtig tolle Aufwertung, so eine Federsattelstütze, Parallelogramm für jedes Bike, was man hat. Egal ob jetzt Biobiker oder auch E-Biker. Das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Aufwertung und euer Rücken wird es euch danken. So, dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Review hier zum Parallelogramm von der Firma Contec hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euer Tom. Bis dann. Ciao.